Rundschau hat sich ja, Herr Grube, in den vergangenen Jahren stark verändert, ein neues Layout, ein neues Format. Warum hat es die FR denn dennoch nicht geschafft, Anschluss an diese neue Zeit zu finden? Ja, das sind betriebswirtschaftliche Dinge, über die ich im Einzelnen nichts weiß. Ich kann nur sagen, dass das Anzeigenaufkommen, und das hat es 1973 schon mal gegeben, in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, erheblich geschrumpft ist. Von Anzeigen aber haben wir zu 60-70% gelebt. Es kommt dazu, dass die Rundschau ihr altes Domizil mitten in der Frankfurter Innenstadt aufgeben musste, aufgrund einer neuen Stadtplanung, in der Zeit in den letzten 5 Jahren zweimal umgezogen ist, was ja nicht so ganz ohne Kosten vor sich ging. Die Zeitung hatte ja mehrere Eigentümer, jetzt gehört sie dem Verleger Alfred Neven-Dumont. Er hat gesagt, er sei der Zeitung emotional sehr verbunden. Wieso macht er denn so etwas jetzt, den Mantelteil von Frankfurt nach Berlin zu verschieben? Also die emotionale Verbundenheit nehme ich ihm sofort ab, das trifft zu. Nur hat er 50% plus eine Stimme. 40% gehören nach wie vor der DDVG, also der sozialdemokratischen Holding, die uns schon einmal aus einer Krise herausgeholfen hat. Und 10% sind noch die Karl-Gerold-Stiftung. Nun ist die Frage, was denn aus der Selbstdefinition dieser Zeitung wird, die im Statut der Karl-Gerold-Stiftung festgelegt ist und die sagt, diese Zeitung ist eigenständig, linksliberal, sozialliberal, tritt ein für Gewaltlosigkeit und für die Rechte von Minderheiten. Das alles ist festgelegt, das hat jeder Redakteur in seinem Anstellungsvertrag unterschrieben. Und das Wort eigenständig ist ganz bedeutend dabei. Nun ist die Frage, was tatsächlich konkret passieren wird. Womit rechnen Sie? Ich rechne damit, dass die Redaktionsgemeinschaft des Dumont Neil Verlags, die ja schon besteht, ausgeweitet wird. Diese Redaktionsgemeinschaft, vor einem Jahr gegründet, zur Hälfte aus Redakteuren der Berliner Zeitung, zur Hälfte aus den Redakteuren der Frankfurter Rundschau mit einigen Neuzugängen, sitzt in Berlin. Das ist also Wirtschaft und Politik. Die Wirtschaft sitzt noch vorwiegend in Frankfurt. Dazu kommen sollen jetzt ja wohl Kultur, also das Feuilleton, das bei uns eine etwas andere Funktion, eine andere Gestalt hatte als in den übrigen drei Dumont-Blättern, und der überregionale Sport. Dann bliebe für die Zentralredaktion, die ich es immer noch nenne in Frankfurt, das Verwalten von Texten, die aus Berlin geliefert werden, mit einigen Schmankerln dazu. Und das ist eine Umkehrung dessen, was wir uns erhofft hatten, als die Redaktionsgemeinschaft gegründet wurde. Und hat mit Eigenständigkeit auch nicht mehr viel zu tun. So ist es. Hm. Ein Profil. Also die Eigenständigkeit besteht darin, dass der Kopf der Zeitung erhalten bleibt, das heißt der Name, der grüne Balken bei der Kopfzeile auf Seite 1 und wahrscheinlich eigene Kommentarseiten. Sie sind, Herr Grube, zwar in Rente, aber doch praktisch täglich in der Redaktion. Wie ist denn die Stimmung unter Ihren Kollegen? Sie ist noch gedrückter, als sie vorher angesichts der vielen Gerüchte schon war. Aber sie ist heute auch etwas kämpferisch geworden. In dem Sinne, wir können uns das doch nicht gefallen lassen. Wir müssen doch bleiben, was wir waren, eine eigenständige Zeitung mit eigenem Profil. Und das Profil ist halt anders als das einer Zeitung in Köln oder einer Zeitung in Berlin oder einer Zeitung in Halle. Auf dem Hintergrund der Geschichte Frankfurts, der geistigen Geschichte, die sich vor der Rede an. Wesentliche Teile der Frankfurter Rundschau werden künftig in Berlin erstellt. Karl Grube war das langjährige Redakteur für Außenpolitik der FR. Herr Grube, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, das ist hier nun die Idee zum Furz der Angela Merkel, die zum 1. April hier gewürdigt wird in der Lichtgeschwindigkeit mit einem Interview zum schrittweisen Niedergang der Frankfurter Rundschau und einer kleinen Lesung einer anderen großen Dame, die bereits verblichen ist, und zwar Lieselotte von der Pfalz. Kann ich nur empfehlen, ich habe eine Biografie über diese Dame, ist total interessant. Es ist die Frage, wie der Sturz von Frau Merkel durch das Windgeräusch zustande kommt, und das kann sich also nur um den Furzbrief handeln von Lieselotte aus der Pfalz. Beginnen wir das Kapitel der Hinterlassenschaften mit einem Brief, dem berühmten Furzbrief der Lieselotte von der Pfalz. Paris, 26. März 1722.
Mit dem König stehe ich auch nicht so übel. Ich habe gestern seinen Hofmeistern einen Possen getan, so mich recht divertiert hat. Sie sind so jaloux vom König, meinen, als man sage etwas gegen ihnen, habe sie brav ertappt. Vorgestern hat der König eine Windkolik gehabt. Gestern kam ich ganz ernstlich zum König, steckt ihm ein Zettelchen in die Hand. Der Maréchal de Villeroy wurde ganz embarrassiert, fragte mich gar ernstlich: Quel billet donnez-vous au roi? Welchen Zettel geben Sie dem König? Achso, da steht ja auch in Klammern. Was für einen Zettel gebt ihr dem König? Ich antwortete ebenso seriös: C'est un remède contre la colique des Vendes. Es ist ein Mittel gegen die Windkolik. Der Maréchal: Il y a que le premier médecin du roi qui lui propose des remèdes. Nur der erste Leibarzt des Königs darf ihm Mittel vorschlagen. Ich antwortete, und so weiter, das ist jetzt immer hier Deutsch und Französisch, also ich mach's mal gleich auf Deutsch. Mit diesem Mittel wird Monsieur Daudard sicher einverstanden sein. Es ist sogar in Versen als Lied geschrieben. Der König, ganz embarrassiert, las es heimlich, fing gleich an zu lachen. Der Maréchal sagt: Kann man es sehen? Ich sagte: Oh ja, es ist kein Geheimnis dabei. Er fand drin diese folgenden Wörter: Ihr, die ihr im Gekröse habt Winde gar so schlimme, gebt diesen Winden Stimme. Lasst gehen sie mit Getöse, lasst fliegen, könnt Besseres nicht erfinden, lasst fliegen. Und froh, euch ganz zu lösen von diesen Bitterbösen, gebt Freiheit euren Winden, lasst sie fliegen. Es wurde ein solch Gelächter im Kabinett, dass ich mir's gereut hätte, den Possen nicht angestellt zu haben, denn der Maréchal de Villeroy wurde ganz bedudelt darüber. Dies ist noch ein alter Streich meiner Jugend. Lieselotte von der Pfalz. Und das ist zu Merkels Furz zu sagen. Und ich wollte eigentlich aber auch gerne noch einen Beitrag geben, der etwas ernsthafteren Natur. Hier, Merkels Sturz, die neuen Gemeinplätze des Atomfreunds von Frank Schirmacher am Montag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Heute lese ich das vor, am 1. April 2011. Das ist jetzt hier der fünfte Punkt, der ganz kurz ist. Er heißt nämlich immer als sozusagen fragwürdige Überschrift: Auch wenn wir aussteigen, sind wir von Atomkraftwerken umgeben. Das ist vielleicht das erbärmlichste aller Argumente, denn es bezeichnet die Selbstaufgabe von Politik. Man kann die Argumentation versuchsweise auf die Atomwaffenproliferation oder den Atomwaffensperrvertrag übertragen. Selbst wenn wir keine Atomwaffen haben, werden die anderen welche haben. Das war in der Vergangenheit kein Grund, sich selbst welche zuzulegen, sondern ein Grund, andere davon abzuhalten, sie zu bauen. So, schönen 1. April, das war's jetzt erstmal. Und Windgeräusche werden nachgeliefert. Wenn du denkst, du hast das Glück, dann zieht YouTube